Der deutsche Tankrabatt ein Pfusch? Die Mineralölkonzerne streifen sich den Rabatt selbst ein? Welche Überraschung! 100 Tage Sanktionen, 100 Tage verrückte Märkte, 100 Tage Treibstoffpreise jenseits von Gut und Böse. Und es gibt doch tatsächlich Einzeller in der Politik und in den Medien, denen die Blässe des Schocks ökonomischer Einsicht ins Gesicht geschrieben steht. Ja, wenn man durch Sanktionen und Drohungen die Verfügbarkeit von Öl und Gas einschränkt, steigt deren Preis. Eine einfache wirtschaftliche Wahrheit. Wenn man als Staat mit Steuergeld, der eigenen Bürger übrigens, die Mineralölkonzerne mit Milliarden Euro überschüttet, aber diese Unsummen an Geld nicht an einen fixen Preis bindet, streifen die Konzerne die Steuergeldmilliarden ein, geben aber den Rabatt nicht an die Bürger weiter. Ja, warum auch? Wenn sich Multis, ihre Treibstofflobbyisten in der Regierung, wie Bauern das Vieh halten, nichts durch die Politik zu befürchten haben, warum sollen sie sich dann an Vereinbarungen halten? Wer als Staat die Verfügbarkeit von Gas und Öl vorsätzlich einschränkt, braucht sich eben nicht zu wundern, dass Multis wie Saudi-Arabien zum Zwecke der Gewinnmaximierung die Preise weiter in die Höhe treiben. Also finanziert der deutsche Steuerzahler im Glauben, Krieg gegen Russland zu führen, den Reichtum der Saudis. Und diese finanzieren damit entweder den Terror in Europa oder Waffenlieferungen aus den USA. Man kann sich's aussuchen. Der deutsche Bürger hingegen hat davon nichts. Der Treibstoffpreis ist so hoch wie nie. Die Wegelagerei und das Raubrittertum der Regierung und der Treibstoffkonzerne findet eine Fortsetzung. Man könnte natürlich den Preis unter Zwang deckeln, wie es Ungarn mit Orban macht. 1,25 Euro pro Liter. Aber dann würde man ja direkt wie indirekt einem Politiker recht geben, der ausgerechnet von der deutschen Regierung als Diktator und Donauautokrat diffamiert wird. Und um das Recht haben Willens, werden daher die Deutschen weiterhin ihren bisherigen Wohlstand, ihre ökonomische Freiheit und vieles mehr opfern. Im Glauben, einen Wirtschaftskrieg führen zu müssen, den sie längst verloren haben. Einsicht ist halt ein Wert, den die Politik nicht kennt.